bin gerade dabei, mir ein paar so Tabs zu erstellen für mein Midori oder die selbstgemachten heißen ja Fotori. Und ja, da bin ich gerade dabei, das noch ein bisschen zu verschönern und habe mir dann versucht, selber Tabs zu machen. Die Idee dazu ist entstanden, weil ich eigentlich gern diese Stanze von Stampin' Up! Gehabt hätte, aber die gibt es, glaube ich, seit 2012 schon immer. Ja, und ich bin da sehr traurig drüber, aber ich sehe es auch nicht ein. Also die wird momentan um die 60, 70 Euro rumgehandelt mit einem Stempelset dazu. Und es ist mir, ja, einfach zu teuer. Da bin ich ganz ehrlich, weil die wird in Sammlerkreisen so gehandelt. Ich hatte die gesehen in vielen verschiedenen Junk-Journal-Videos also aus Amerika. Und dachte mir, Mensch, die ist schon cool, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, aber leider ist es ein altes Teil. Und dann muss man sich irgendwie helfen. Ich habe dann irgendwie so überlegt, ja, wie könnte man das machen? Und bin dann eigentlich drauf gekommen, dass das hier eigentlich auch nur ein Kreis ist, aus dem dann links und rechts was ausgestanzt wurde. Und so habe ich mir überlegt, Mensch, das probierst du jetzt selber mal aus. Habe mir jetzt aus dem Papier, was ich hier verwendet habe, einfach einmal ein paar Kreise ausgestanzt. Habe die in der Mitte gefaltet. So wie den hier jetzt. Also ihr seht schon, das sind schon einige, die ich ausprobiert habe. Und dann nimmt man einfach irgendeine andere Stanze. Also ich habe mit der 2-Inch-Stanze gearbeitet und mit der 1,5-Inch-Stanze. Und jetzt mit der Stanze, das ist Etikett, irgendein Etikett, ich weiß jetzt nicht den genauen Namen, aber das gibt es gerade noch. Also diese beiden Stanzen und diese Stanze gibt es gerade noch bei Stampin' Up!, die hier nimmer, die lege ich mal weg. Und ja, das sind jetzt leider im letzten Katalog so viele Stanzen rausgefallen, aber wer die alle hat, der kann sich wirklich glücklich schätzen, denn ja, man kann da einfach total viel damit machen und mir ist manchmal so eine Stanze einfach lieber, wie jetzt zum Beispiel mit der Big Short zu kurbeln, weil die nehme ich raus aus meiner Halterung und dann stanze ich das, was ich will und dann packe ich sie wieder weg. Jo, und dann bin ich auf die Idee gekommen, habe ich mir mal überlegt, ja, das drehst einfach mal um. Und dann schaust du mal, dass diese Spitze hier in der Mitte ist und dass die anderen beiden Spitzen einfach hier mit dem Kreis abschließen und hab's gestanzt und dann auch noch von der anderen Seite das gleiche. Schaut, dass es schön anliegt. Und dann mache ich es zu und dann habe ich hier schon mal einen schönen Tab, der mir ganz gut gefällt. Ich habe es dann auch noch mit vielen verschiedenen anderen Stanzen ausprobiert. Also wie gesagt, diejenigen, die diese Stanzen jetzt haben, die können sich glücklich schätzen. Ich habe es hier zum Beispiel mit dieser Stanze, die ist jetzt auch erst aus dem Katalog rausgeflogen, ausprobiert und zwar mit diesem Rand hier. Und da habe ich mir ein Stück zugeschnitten in der Größe 2x5 Inch. Ja, und das könnte man jetzt hier zum Beispiel so herkleben oder das noch ein Stück weiter rausschauen lassen, also wie es einem halt gefällt. Dann habe ich mir noch gedacht, ich habe ja noch diese Stanze hier und da bin ich ja total froh drüber, dass ich die habe. Jetzt muss ich mal noch eins von den Probierstücken nehmen, weil die hier kommt wirklich der Stampin' Up! Stanze am nächsten. Da habe ich auch einfach geschaut, dass die Spitze hier anliegt und habe es dann wieder so ausgestanzt. Hier auch. Und das ist hier so das, was dem am nächsten kommt. Sieht aber ähnlich aus wie diese, nur dass der Rand hier noch ein bisschen gerader ist und nicht so nach innen geschwungen ist. Weißt du, seht ihr den Unterschied? Aber ich finde die beide eigentlich ganz cool. Und so sieht diese Stampin' Up! Stanze aus. Also auseinandergefaltet sieht es dann so aus. Und die hier so. Also es kommt dem, was hier ist, schon ziemlich nahe, muss ich sagen. Und da habe ich mir gedacht, ach, brauchst du gar nicht. Und bin dann gleich ans Rumexperimentieren gekommen. Ich habe auch noch zum Beispiel hier diese Pfeilstanze. Und da habe ich mir den großen Pfeil ausgestanzt. Zweimal eigentlich. Wo ist er denn?
Ja, ich habe mir den auf jeden Fall zweimal ausgestanzt und dann könnte man den hier auch so als Tag an den Rand von einem Papier kleben und hätte dann gleich wieder einen Tag. Oder zum Beispiel habe ich mir auch mit dieser Stanze was ausgestanzt und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das brauchst du eigentlich nur in der Mitte falten. Und dann hättest du auch schon wieder einen Tab, der dann so in etwa aussehen würde. Das kann man dann variieren, wie weit man rausstehen lassen möchte. Ja. Und ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus. Vielleicht oben an der Papier hin. Sieht ganz gut aus. Dann habe ich mir noch ausgestanzt hier dieses Mini-Etikett. Das ist dieses hier, das ist auch schon ein älteres Teil von Stampin' Up. Ich meine, es gibt ja nicht nur Stanzen von Stampin' Up, sondern auch von vielen anderen Firmen. Und da könnte man jetzt auch zum Beispiel dieses Mini-Etikett von beiden Seiten so hinkleben. Und dann hätte man auch einen schönen Tab, der auch ganz schön aussieht. Oder was haben wir denn noch hier? Ich habe es dann auch noch probiert mit... So, muss ich wieder in der Mitte falten. Mit dieser Stanze. Ist auch eine von Stampin' Up und habe es dann auch einfach reingeschoben, dass es mittig ist und von beiden Seiten. Das würde jetzt mit einem großen Kreis besser gehen, weil man da das einfach besser fassen kann. Genau, das ist jetzt die 2-Inch-Stanze. Also mit der geht es einfacher. Einfach von beiden Seiten. Und dann würde das Ganze so aussehen. Finde ich jetzt auch ganz schick, ehrlich gesagt. Ja, und wenn man das dann an ein Papier hinmacht, ist es halt ein wenig ein längerer Tab. Aber finde ich, macht auch was her. Ja, und so kann man da ganz kreativ werden mit den ganzen Stanzen. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel noch diese. Da könnte man sich auch 2 Stück ausstanzen und dann an den Rand des Papiers kleben. Oder was habe ich denn hier noch? Diese Stanze hier, die mag ich auch total gerne. Die bräuchte man eigentlich auch nur in der Mitte falten und dann hätten wir da schon einen schönen Tab. Ich habe es mir sogar ausgestanzt. Die sieht dann im ausgestanzten Zustand so aus. Von der Seite sieht man es besser. Dann falte ich das einfach nur nochmal in der Mitte. Ja, und dann habe ich auch schon wieder einen Tab, der sich sehen lassen kann. Also probiert einfach mal aus, wenn ihr viele Stanzen zu Hause habt, da einfach einen Tab damit zu machen. Dann spart ihr euch eigentlich schon das Geld für eine Tab-Stanze. Schwieriges Wort. Und ja, probiert einfach mal rum. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal Ergebnisse zeigt. Mir vielleicht auf meiner Facebook-Seite das mal zeigen würdet. Oder vielleicht auch unten im Video oder ja, wie auch immer, mir das mal zukommen lasst. Würde mich mal interessieren, was ihr da so für kreative Einfälle habt. Und ja, mein Fodori, das ich mir gebastelt habe, das seht ihr dann in meinem nächsten Video. Da werde ich euch das dann mal vorstellen, wenn es fertig ist. Na gut, das war's dann schon wieder für heute. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt kreativ. Und schaut doch auch das nächste Mal wieder rein. Tschüss.